Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linken. Sie ist antifaschistische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag. Sie ist stellvertretende Parteivorsitzende Martina Renner. Ja, danke an alle, die heute hier sind. Aufstehen gegen die AfD, aufstehen gegen Rassismus. Egal, ob ihr jetzt aus Franken seid, aus Thüringen, vielleicht sind ja auch Demonstranten und Demonstrantinnen aus Sachsen bei uns. Gemeinsam ist das Anliegen, heute hier Haltung zu zeigen, Widerspruch zu formulieren und tatsächlich auch ganz klar zu sagen, die AfD ist eine völkische, antidemokratische, rassistische Partei. Der Anlass, zu dem sie auf die Straße geht, ist uns vollkommen egal. Sie instrumentalisieren Daten und Ereignisse. Wir müssen uns ganz explizit mit ihren Vorhaben, ihrer Politik, ihren Personen auseinandersetzen und klare Kante zeigen. Das ist unsere Aufgabe und deswegen danke auch allen Antifaschisten und Antifaschistinnen, dass ihr heute hier seid. Ich will noch mal klar sagen, warum es so wichtig ist, gegen die AfD Position zu beziehen. Da ist zum einen ihre Strategie, das, was in diesem Land vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte unsagbar war, wieder sagbar zu machen. Wir erinnern uns an die Äußerung von Gauland, die Jahre des Nationalsozialismus. Da sei ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Um was geht es der AfD dabei? Es geht ihr dabei ganz klar, die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus, an die Verbrechen der Wehrmacht, an die Millionen Opfer, die getöteten Juden und Jüdinnen in diesem Land nicht nur zu verharmlosen, sondern im Grunde eine andere Geschichtserzählung dagegen zu setzen. Und das müssen wir auch gerade an historischen Orten immer wieder deutlich machen. Wir lassen uns von der AfD die Geschichte nicht fälschen, nicht zurückdrehen, sondern wir wissen um die Verantwortung, die wir haben, gerade vor dem Anerkenntnis der Singularität des Nationalsozialismus und unserer aller Verantwortung, dass so etwas nie wieder passieren kann. Und das Zweite, wir sollten nicht so tun, als wäre es nur Propaganda da drüben. Die AfD macht Politik. Sie macht Politik zum Beispiel dadurch, indem sie andere Parteien vor sich hertreiben und dazu zwingen, das, was man dort vordenkt und will, in politische Handlung umzusetzen. Jede Verschärfung des Asylrechts, jeder Einschnitt in den Rechtsstaat, jeder Grundrechtsabbau in diesem Land, der von wem auch immer, CDU, CSU, SPD durchgesetzt wird, ist ein Erfolg der Agenda der AfD. Das müssen wir immer klar haben. Und zum Zweiten beobachten wir eben auch, dass die AfD jenseits ihrer Kernthemen, Rassismus, Antisemitismus, das Herbeifantasieren einer völkischen Identität, jetzt verstärkt im Bereich der sozialen Frage, der sozialen Auseinandersetzung in diesem Land versucht, Fuß zu fassen. Das macht sie, indem sie zum Beispiel mit Tarnlisten bei den Betriebsratswahlen antritt. Und ich bin ganz froh, dass der DGB hier ist und nachher noch was sagen wird. Und er hat auch Infomaterial da für alle die, die in Betrieben engagiert sind. Ich weiß, das sind ganz viele von Ihnen. Hier sind auch Kollegen und Kolleginnen, wie man sich dieser Strategie der AfD jetzt auch in den Betrieben Fuß zu fassen erwehren kann. Weil das, was sie wollen, das ist niemals eine soziale Antwort. Die AfD ist im Kern weiterhin eine neoliberale, marktradikale Partei. Sie hasst die Armen und Schwachen. Sie macht Politik für die Unternehmer und für die Wohlhabenden in diesem Land. Und das ist jetzt keine Rhetorik von mir. Schaut nach Österreich, was Schwarz-Blau da macht. Die Regierung aus ÖVP und FPÖ, das ist Rassismus und Sozialabbau. Und das ist auch, was die AfD, wenn sie irgendwann mal hier in Verantwortung kommen sollte, und alles tun wir dafür, dass das nie passiert. Aber wenn sie Politik machen könnten, wie sie wollten, dann würde das bedeuten, was wir jetzt in Österreich erleben.
12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, den Abbau der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Bestimmung, die Einschränkung der Selbstbestimmung an den Universitäten, der Angriff auf die öffentlichen Medien, insbesondere dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das müssen wir den Leuten klar machen, wer AfD wählt und meint, weil er sich schwach fühlt, nicht gehört fühlt, weil er Angst hat, verunsichert ist. Und das sind ja viele zu Recht in diesen Zeiten, wo keine Sicherheit mehr da ist, ob man noch in 3 Jahren dort arbeitet, wo man jetzt arbeitet, noch in 5 Jahren da leben kann, wo man jetzt lebt, ob die Kinder eine Wohlstandsperspektive im Land haben. Für alle die meinen, eine soziale Antwort könnte man von Recht geben, denen müssen wir ganz klar sagen, die AfD ist nicht nur eine rassistische Partei, sie ist eine unsoziale Partei. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir auch in den Wahlkämpfen, auch hier in Bayern führen müssen. Nehmt das mit, das den Leuten immer wieder zu erklären. Und der dritte Punkt, und der ist sehr wichtig, und ich mache ihn kurz. Die AfD ist keine harmlose Partei, keine friedliche Partei, sie ist eine gefährliche Partei. Schauen wir uns ihre Abgeordneten an, schauen wir uns die Mitarbeiter in die Landtagsfraktion und in der Bundestagsfraktion an. Das ist Neonazis aus Kameradschaften, aus verbotenen Organisationen wie der Heimattreuen Deutschen Jugend. Das sind Leute aus der rechtsextremen Burschenschaftsszene, aus den Identitären. Das ist der Schulterschluss der, ich sag mal ganz deutlich, rassistischen Straßenmobilisierung in diesem Land, wie wir es bei Pegida erlebt haben, mit neonazistischen Organisationen der Vergangenheit und jetzt einem parlamentarischen Arm im Bundestag und in den Landtagen. Das ist die Realität der AfD. Und als solche müssen wir sie auch erkennen. Sie ist ein permanenter Angriff und eine Gefährdung für alle Menschen in diesem Land, denen es droht, Opfer einer rechten oder rassistischen Straftat zu werden. Weil sie geben die Worte und andere werfen die Brandsätze. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir stark machen. Das sind wir dem Andenken und der Opfer des NSU schuldig. Nie wieder rechten Terror in diesem Land. Dankeschön. Vielen Dank, Martina Renner. Vielen Dank auch allen, die bisher geredet haben, für die sehr offenen und aufklärenden Worte.